Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit circa 4 Jahren ist alternatives Schlafen ab und zu ein Thema hier auf diesem Kanal. Ich habe vor circa 4 Jahren das Video veröffentlicht, Minimalismus im Schlafzimmer, unser Bett ist weg. In diesem Video erzähle ich, wie es dazu gekommen ist, dass wir unser großes Familienbett weitergegeben haben und wieso Kapokmatratzen und eine Hängematte in unserem Schlafzimmer Einzug gehalten haben. Also wir haben jetzt 4 Jahre Erfahrung gesammelt zum Thema alternatives Schlafen und ich habe festgestellt, ich bin der absolute Bodenschläfertyp. Also ich schlafe am liebsten am Boden. Die Hängematte nutze ich eher nur so zum Entspannen oder mal um zu lesen, aber nicht mehr für den Nachtschlaf. Wir hatten also damals 2 Kapokmatratzen, eine Hängematte. Meine Jungs haben abwechselnd in der Hängematte geschlafen nachts und ich dann ab und zu, wenn die Jungs nicht da waren. Meine Jungs hatten ja damals auch noch ein Hochbett im Kinderzimmer. Da hat dann auch ab und zu einer noch im Hochbett geschlafen, aber meistens eben alternativ auf Kapokmatratzen oder eben in der Hängematte. Meine Kinder waren damals 11 und 7 Jahre alt. Jetzt 4 Jahre später haben sie eben das dementsprechende Alter. Und mein 15-Jähriger hat letztes Jahr entschieden, er will mal 1 Jahr lang nur in der Hängematte schlafen. Es war bis dahin so, dass er meist von Frühjahr bis Herbst in der Hängematte geschlafen hat. Es hat sich dann auch herausgekristallisiert, dass mein Jüngster auch eher der Bodenschläfer ist und die Hängematte auch eher zum Entspannen nutzt. So hatte mein Großer eben die Möglichkeit, die Hängematte nur für sich zu nutzen. Und es war dann immer so, wir schlafen ja bei angekipptem Fenster, beziehungsweise achte ich auch im Kinderzimmer drauf, dass das Fenster dann nachts eben angekippt oder auch im Sommer weit offen ist. Und dann wird es natürlich sehr kalt in dem Schlafraum. Und das geht dann irgendwann mit der Hängematte nicht mehr, weil sie ja von unten nicht gedämpft oder geschützt ist. Und dann hat er gesagt, ich versuche das jetzt, ich nehme dann mehr Decken und ich möchte unbedingt das mal probieren, 1 Jahr nur an der Hängematte zu schlafen. Und dazu habe ich ihn etwas befragt und er zeigt dann auch noch, wie man am besten in der Hängematte schlafen kann oder was sogar empfohlen ist, wenn man nachts in der Hängematte schlafen will, wie man da sich am besten bettet. Ich sitze jetzt gerade mit meinem 15-Jährigen hier an seinem Schreibtisch. Also der Simon sitzt neben mir und es geht ja darum, dass Simon kurz was berichtet, wie es für ihn war oder wie es für ihn ist, in der Hängematte zu schlafen. Also wir schlafen ja schon seit 4 Jahren alternativ. Erst sind wir vom Bett auf Kapokmatratzen heruntergewandert. Dann habe ich schon vor Jahren noch einfacher geschlafen, mit einer einfachen Decke weg von den Kapokmatratzen. Und Simon, du hast ja auch erst auf Kapokmatratzen mitgeschlafen, dann noch ein bisschen einfacher auf so Naturkautschuk-Korkmatratzen. Und irgendwann hast du gesagt, ach, ich glaube, ich schlafe jetzt mal nur in der Hängematte. Ich will jetzt mal 1 Jahr lang nur in der Hängematte schlafen. Kannst du dich noch erinnern, wie du darauf gekommen bist, Simon? Naja, also in der Hängematte, da fühlt man sich so, als wenn man schweben würde. In dem Bett ist man halt so am Boden und... Ja, also auf der Matratze, ne? Hm. Ja, und in der Hängematte ist halt gemütlicher. Da hab ich dann schon gemerkt, du bist nicht so der Bodenschläfer-Typ, ne? Hm. So? Also das war dir dann doch nicht so. Dein Bruder, der Silas, der ist 11, der ist total der Bodenschläfer-Typ. Dem hat es total gut gefallen, der schläft total gern, auch härter auf dem Boden. Hast du das Gefühl, dass man auf Kapokmatratzen härter schläft als in der Hängematte? Ja. Ja, also eine Hängematte ist für dich schon bequemer. Hm. So ist nicht so hart. Also eine Hängematte wird man halt, ist halt nichts Festes unter dir, das ist das Schwer. Hm. Wie ja, schweben. Da wird man halt so gehalten. Ah, so gehalten. Also auch ein bisschen was mit Geborgenheit hat das was zu tun. Das war natürlich auch eine große Herausforderung für dich, Simon, weil ich ja immer darauf achte, dass das Fenster mal angekippt oder offen ist, ne? Wegen Frischluft. Da habe ich ja immer schon drauf geachtet, auch bei dir. Und wie ist denn das dann im Winter? Das ist schon eine Herausforderung, obwohl im Winter kippe ich das Fenster bei dir ja nur an. Ja, ich nehme immer eine zweite Decke und tue die unter mich. Ja, weil normalerweise, ne, sonst, wenn man jetzt, also auch gerade wenn das Fenster offen ist oder irgendwo kühler schläft, dann hat man ja noch eine Isomatte. Ne? Ich habe auch überlegt, irgendwie eine Isomatte in die Hängematte, irgendwo, also irgendwas, was isoliert. Aber du hast dir da ganz gut geholfen. Du hast da so eine dicke, kuschelige Decke, die du dann unten reinlegst, ne? Ja. Und dann hast du da noch eine dicke, ich habe dann extra so eine Winterdecke, die man auch auseinanderknüpfen kann und dann noch Biberbettwäsche. Wir haben ja da auch so eine flauschige Bettwäsche, ne? Die so ein bisschen flauschiger ist. Und das fühlt sich dann natürlich auch angenehmer an und dann sehe ich immer schon, wie Simon sich da total einigelt, einkuschelt. Und wie ist so das Schlafgefühl nochmal, so eine Hängematte? Also ja, also es schaukelt ein bisschen und es ist nicht so ein Druck. Wie als wenn du im Bett oder auf dem Boden schläfst. Ja. Mhm. Alles weicher. Okay. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, ihr hattet ja am Anfang, wir sind auf den Boden runtergezogen, da hatten wir die Kapokmatratzen und schon die Hängematte. Ne?
damals noch in einem kleinen Zimmer. Und da hast du mit deinem Bruder ja mal abwechselnd darin geschlafen, weiß ich noch. Und dann immer einer auf dem Boden, dann immer abwechselnd, dann in der Hängematte. Und ich habe dann nur ganz selten in der Hängematte schlafen dürfen. Und mir ist dann immer aufgefallen, also mir ist das überhaupt nichts, wenn das so hin und her schaukelt und ich einschlafen will. Mir wird es dann immer so ganz leicht schwindelig. Hattest du das auch? Am Anfang, aber ich habe jetzt ein Jahr in der Hängematte geschlafen, jetzt nicht mehr. Jetzt ist auch, dachte ich mir so, ups, also ich habe gedacht, vielleicht ist es so, vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen empfindlich. Aber, also so zum Entspannen mal ist es auf alle Fälle schön, ne? Aber so zum richtig nachts schlafen war es dann doch nicht ganz so meins. Also ich bin halt so diese typische Bodenschläferin. Ich brauche halt so diesen harten Untergrund, um mich wirklich zu entspannen. Ist auch interessant, ne? Wie verschieden man da reagiert, welche verschiedenen Vorlieben man da hat. Und jetzt ist ja das Jahr, das glaube ich war im April rum, ne? Im April. Du hattest letztes Jahr nach deinem Geburtstag angefangen. Ja. Und geht das Experiment jetzt weiter oder? Ich denke mal schon. Ja, willst du erstmal noch vorerst an der Hängematte schlafen? Kannst du das empfehlen, so das auszuprobieren, mal in der Hängematte zu schlafen, auch nachts? Ja, also muss man halt gucken, ob das was für einen ist. Ja, muss man erstmal ausprobieren, ne? Wir werden jetzt auf alle Fälle mal noch zeigen, wie man richtig in der Hängematte schläft. Vor allem nachts, ne? Simon ist ja da wirklich Experte, über ein Jahr lang wirklich auch fast jede Nacht in der Hängematte geschlafen. Und er zeigt dann jetzt auch, wie man richtig in so einer Hängematte schläft, um auch den Rücken zu schonen. Simon hat sich jetzt zur Entspannung in die Hängematte gelegt und da seht ihr, er liegt längs in der Hängematte. Simon liest gerade. Simon, was liest du gerade für ein Buch? Samurai. Spielt in Japan, ne? In welchem Zeitalter? Welcher Zeit? Sechzehnhundert. Okay. In dieser Position könnt ihr nachts in einer Hängematte über Stunden schlafen. Da müsst ihr euch dann quer an die Hängematte reinlegen. Simon zeigt es. Und so wird der Rücken eben auch gut gestützt. Wenn ihr euch längs in die Hängematte reinlegt, so wie Simon vorher gezeigt hat, über einen längeren Zeitraum, dann kann das nicht so förderlich oder dann ist es nicht so förderlich für den Rücken. Aber Simon, du schläfst ja trotzdem auch anders in der Hängematte. Vor allem, du bist ja im letzten Jahr auch noch ein Stück gewachsen und zeig mal, wie du jetzt nachts in der Hängematte liegst. Es gibt nämlich dann noch eine Möglichkeit, und zwar sich so diagonal in diese Hängematte reinzulegen. Und weil das eben auch eine große Familienhängematte ist, hat man da eben auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen Platz zu schaffen und eben auch so schön diagonal oder eben auch quer, je nachdem, wie groß man ist, in der Hängematte zu legen. Könnt ihr eigentlich erraten, welche Lieblingsfarbe Simon hat? Ich glaube, das ist nicht schwer zu übersehen. War das gut? Also schon dieser Rat. Okay, das schneidest du dann bitte alles raus, ne? Wer sich für diese wundervolle Hängematte interessiert, die Hängematte ist aus Baumwolle. Ich meine sogar diese hier aus Bio-Baumwolle. Es hat eine große Familienhängematte, die kann auch gewaschen werden bei 30 oder 40 Grad. Habe ich jetzt auch schon mehrfach gewaschen. Also wir sind damit sehr zufrieden. Wir haben zwei Hängematten drüben im Zimmer vom Henry. Ist noch eine blaue Hängematte, aber ich glaube, der nutzt die gar nicht weiter. Hier oben seht ihr die Halterung. Das ist eine extra Halterung, also für jede Wand. Also zwei Halterungen, die verlinke ich euch auch noch mit unter diesem Video. Und diese Haltung ist ganz gut, damit die Hängematte eben auch stabil bleibt, beziehungsweise auch stabil an der Wand befestigt werden kann. Ich glaube, die Halterung, die direkt mit der Hängematte mitgeliefert wird, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es da überhaupt eine gab, die ist nicht so zufriedenstellend. Also ich habe damals bei den beiden Hängematten eine extra Halterung dazu gekauft. Die Liegepositionen quer und diagonal sind für eine Hängematte für den Nachtschlaf am besten. So wird der Körper optimal unterstützt und die Hängematte wird gleichzeitig auch durch den Körper geöffnet. Diese Liegepositionen sorgen für eine optimale Lastenverteilung auf der Liegefläche und erzeugen somit eine perfekte Spannung der Schlafhängematte. Bei einer Schlafposition längs, vor allem eben beim Nachtschlaf, kommt es zu einer anstrengenden Krümmung im Rücken- und Nackenbereich und das kann über einen längeren Zeitraum dann eben auch zu Rückenbeschwerden oder Nackenbeschwerden führen. Übrigens benötigt ihr beim Schlafen in der Hängematte kein Kopfkissen, weil der Kopf optimal gestützt wird. Unsere Bio-Hängematte ist aus 100% Bio-Baumwolle und hat ein besonders dichtes, reißfestes Gewebe. Ich habe mir hier die Daten dazu nochmal aufgeschrieben. Die Hängematte ist
180 cm breit. Also ist vor allem dann interessant, wenn man quer drin schlafen möchte. Aber die meisten schlafen sowieso diagonal, weil man dann ein bisschen mehr Platz hat. Dann die Länge ist 260 cm und die Gesamtlänge 400 cm. Und um diese Hängematte aufhängen zu können, braucht es einen Mindestabstand von 360 cm. Es gibt von La Siesta auch noch so eine klassische Doppelhängematte, die ist etwas kleiner, die ist auch nur aus Baumwolle, also nicht aus Biobaumwolle. Da ist auch schon das Befestigungsset dabei, wie man das eben gut an die Wand befestigen kann. Und da ist die Breite 160 cm und die Gesamtlänge 350 cm. Und es benötigt einen Mindestabstand von 310 cm, um diese in der Wohnung in einem Zimmer aufzuhängen. Ihr findet die Links zu beiden Hängematten, die Familienhängematte und die Doppelhängematte, unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Als ich vor 4 Jahren das Video Minimalismus im Schlafzimmer veröffentlicht habe, hatten wir noch eine etwas andere Wohnsituation. Wir hatten einen Wohnraum, ein Kinderzimmer und einen freien Schlafraum eben mit Hängematte und Kapokmatratzen. Seit Ende 2017 wohnt der Henry bei uns vom YouTube-Kanal Henry Lob. Mit dem Henry habe ich auch schon viele Videos veröffentlicht. Und Henry ist in das kleinere Zimmer gezogen und schläft dort auf einer Matratze am Boden. Mein Ältester schläft mittlerweile im Kinderzimmer in der Hängematte und mein Jüngster und ich, wir sind Bodenschläfer. Also ich habe auch schon letztes Jahr 2 Videos veröffentlicht zum Bodenschlaf, meine Erfahrung damit. Und ich schlafe so einfach, ich kann mein Bett einfach zusammenrollen, sogar überall mit hinnehmen oder ich kann halt in jedem Zimmer praktisch schlafen. Ich schlafe meistens eigentlich immer hier im Wohnraum und mein Jüngster schläft ab und zu bei seinem Bruder oder bei mir. Das ist so die aktuelle Schlafsituation von uns. Das heißt nicht, dass wir nie wieder im Bett schlafen. Es ist einfach jetzt so eine Phase, wo wir einfach lieben, in der Hängematte zu schlafen für meinen Ältesten oder mein Jüngster und ich. Wir lieben einfach den Bodenschlaf. Das heißt aber nicht, dass wir nicht irgendwann noch mal wieder in einem Bett schlafen. Ab und zu sitze ich in der Hängematte und lausche meinem Ältesten, wenn er am E-Piano spielt. Los. Los. So, das war's von mir. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen gefallen. Hinterlasst gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.